Fuck! Just relax for a second. Fuck you, okay? What are you talking about? I'm always... Blue im Glanze dieses Glückes. Sie ist Deutschlands erfolgreichste Popsängerin. Eher sexy Rock-Import aus Amerika. Sarah Connor und Mark Terenzi. Zusammen sind sie Deutschlands Traumpaar Nummer 1. Gefunkt hat es vor 3 Jahren. Da habe ich ihn angeguckt und es war irgendwie so... Es war ein magical moment. Den heirate ich. Verliebt, verlobt, verheiratet, standesamtlich. Dann die Geburt ihres Sohnes Tyler. Jetzt folgt die Hochzeit in Weiß. Eine Prinzessinnen-Hochzeit möchte ich gerne. Wie in ein Märchen. Mark soll mein Ritter sein. Doch bevor die Märchenhochzeit stattfinden kann, warten auf die beiden Verliebten einige Herausforderungen. Der Umzug von Orlando, Florida in ihr neues Zuhause. Eine Villa in der Nähe von Bremen. Wir sind jetzt in Wildeshausen, ja, in Weltstadt. Alles ist fresh. Hello, neighbors. Unsere Nachbarn, stimmt. Ja. Unsere Nachbarn. Unsere Nachbarn. We're home. Home, sweet home. Von wegen. Vor dem Vergnügen steht die Arbeit. Und davon gibt es bei den Terenzis genug. Ich hasse Umzüge. Ich hätte es aber lieber in dem Abstellraum gehabt eigentlich. Ich will nicht mehr. Ich will alle aus meinem Haus raus haben. Auf den roten Teppich müssen die Terenzis in ihrem neuen Zuhause verzichten. Der bleibt da? Das ist ein Läufer, der da in dem Eingang liegt. Ja, das sehe ich. Ich finde, wir sollten gleich von Anfang an irgendwie so machen, dass alle ihre Schuhe ausziehen. Ich bin nicht so ordentlich. Ja, du bist nicht so ordentlich. Was? 12 Zimmer, 3 Etagen und 2 Popstars. Hier helfen nur Prioritäten. Das Schuhzimmer. Krieg ich schon Orgasmus, wenn ich in diesen Raum sehe. Sie hast 100 Schuhe. Ja, aber nicht genug. Ich hab 2 Paar. Für den Amerikaner in Wildeshausen gibt es in den nächsten Monaten vor der Hochzeit ein ganz anderes Problem. Damn, ich will Deutsch lernen und meine Hochzeitsreden auf Deutsch sagen. Das will impress Sarah. Genug Vokabelhilfe bekommt Mark von Sarahs Familie. Und die ist groß. Neben Vater Michael und Mutter Soraya gehören dazu die Schwestern Anna-Maria, Marisa, Sophia Luisa, genannt Lulu, und die jüngste Schwester Valentina. Bruder Robin ist der Hahn im Korb. Man liebt sich und man kann nicht ohneinander. Mama, kannst du mir nachher über die neue Spirale erzählen, die dein Frauenarzt dir empfohlen hat? Und dann hasst man sich wieder am nächsten Tag und man möchte am liebsten irgendwie ganz alleine und auf einem anderen Planeten sein. Kannst du bitte nicht immer meine Pfanne übernehmen? Ich bin hier sehr zufrieden, ich bleibe hier. Wenn du umziehen möchtest, dann zieh jetzt um. Die Hochzeit des Jahres steht vor der Tür. Doch noch beschäftigen sich Mark und Sarah lieber miteinander als mit der Planung. Ich bin sehr aufgeregt, ich bin sehr nervös. Ich weiß, es können bestimmt 1 Million Sachen uns schief gehen. Ein Leben zwischen Landluft und den Bühnen dieser Welt. Willkommen zu Hause bei Sarah und Mark. Den hektischen Vormittag des Umzuges hat der 1-jährige Tyler bei Sarahs Mutter Soraya verbracht. Mama! Ruf mal Mama! Ja, mein Muckel! Mark, wie geht's euch? Gut. Sieht ja chaotisch aus hier. Ich weiß, ich krieg auch einen Nervenzusammen. Guck mal den Teppich an. Einen weißen Teppich und nicht alle rennen hier mit Schuhen irgendwie rein. Sie müssen alle so OP-Schuhe anhaben. Das ist noch gar nicht fertig. Oh Gott, ich bin total geschockt, wie das alles noch aussieht. Ja, viele Boxen. Ich habe zum Glück jetzt schon, ich muss jetzt einfach mal anfangen. Wir trödeln irgendwie die ganze Zeit so rum. Ja, dann können wir jetzt alle doch mithelfen. Ja. Meine Mama und ich stehen uns ganz, ganz nah. Wir sind nicht nur privat oder familiär verbunden, sondern ja auch arbeitstechnisch. Sie hilft mir sehr viel. Sie ist ein Organisationstalent und sie hat aber auch so ein bisschen die Angewohnheit, alles so an sich zu reißen und reinzukommen und zu sagen, so, Leute, was ist hier los? Dann denken sie schon so, oh Mama, mach mal den Kopf dicht irgendwie für eine Minute. Honey, don't! Ich muss dann auch singen, wie zum Beispiel. Life is good.
most amazing and perfect gift of love. On your darkest days, I'll be the light to help you find your way. Through the years we'll keep on going. I love you till my final moment. Forever is meant for you. I believe the ever after. No joke like the sound of your laughter. Seems like God sent an angel. Alles ist für mich Musik. Tyler ist Musik für mich. Meine Beziehung, mein Beruf, mein Leben ist Musik für mich. Und alles inspiriert mich, Musik zu machen. Und Happy Anniversary ist ein ganz besonderer Song, den er hat Mark geschrieben. Happy Anniversary. Look at this, honey. Schön. Was ist das? Guck mal, das ist, als ich geritten bin. Schon ganz alt, da war ich, 13. Ist das deine Schwester? Nein, ich bin das. Auf Pepper. Lulu? Oh, is that you? Ich sehe aus wie Lulu, ne? Als ich da mal, Lulu sieht aus wie ich, ne? Ich habe 5 jüngere Geschwister, 4 Schwestern und einen Bruder. Und ich glaube, wir sind alle sehr unterschiedlich, wenn man uns zusammensieht. Anna-Maria im Vergleich zu mir. Dann wiederum Sophia Luisa oder Valentina oder Marisa. Und natürlich Robin, der als einziger Junge natürlich tierisch raussticht und immer der Hahn im Korb war. Hey Mark, what's up? Ich muss manchmal Dampf ablassen. Und das geht am besten, wenn ich mit Robin Scheiße baue. Where's it hurt? Here. Er ist wie mein großer Bruder. Wir machen viel, haben viele Gemeinsamkeiten. Man schreit darum oder man flucht. Und es ist halt so, dass Sarah uns dann manchmal schon so ein bisschen bremsen muss, wenn die zu laut sind und Tyler schläft. But this is good. Was ist das? This is to make alles leise. Leise? Ah, okay. Yeah, so Sarah doesn't kill me. Ich mag es gerne, wenn er singt. Das ist deine Gitarre? Oh yeah, das ist meine Lieblingsgitarre. Manche Sachen gefallen mir wirklich gut, aber er ist halt eher so der Rock-Pop-Stil und ich höre halt eher R&B und Black Music. Wo sind denn überhaupt die Gläser? Was ist Keine da? Ahnung. Es haben ja mehrere Leute hier schon mit eingeräumt. Eine Vase, die Gläser sind, glaube ich, hier, links. Du solltest vielleicht selber mal an die Schränke gehen und dir alles mal angucken, wo was steht. Ja, toll, wenn du das alles einräumst. Ich habe gesagt, ich möchte das selber machen. Ja, gut. Irgendwie geht es ja hier überhaupt nicht geht's überhaupt nicht vorwärts. Okay. Dankeschön. Die Party ist vorbei. Tschüss. Gute Nacht, Berlin. Gute Nacht, Germany. Was mir wirklich sehr am Herzen liegt, ist die verdammte Einladung für die Hochzeit. Du äußerst dich nicht einmal, du rufst niemanden an. Guck mal, ich hab dir schon gesagt, ich kann das jetzt nicht alles auf einmal machen. Ich möchte erst mal einziehen, ich möchte erst mal wenigstens so mal einen nicht. Tag oder eine Nacht hier verbringen. So ich weiß momentan überhaupt nicht, was ich überhaupt zuerst machen soll. Ja, ich habe so viele Sachen hier. Ich habe hier schon mal eine Liste vorbereitet. Es geht darum. Mama, ich will jetzt keine Liste haben. Oh mein Gott! Ich habe es dir schon über 1000 Mal gesagt. Nein! Einmal musst du gucken, wer in unser Hotel mitkommt von den Verwandten. Wir können die Verwandten nicht 30 Kilometer weit wegschieben. Du musst einmal sagen, der oder der oder der. Mann, die können ja wohl, man kann da so einen Bus shutteln und dann können die alle zusammen mit einem Bus abgeholt werden, nacheinander. Die Hotelzimmer müssen geblockt werden. Es funktioniert nicht, wir können die Wagen nicht auf uns. Ich rufe sie an. Okay, wir haben gerade. Du rufst zu spät an. Sarah, das mit der Liste musst du mir jetzt einmal mal sagen, wer kommt noch dazu. Bitte guck doch mal eben einmal drauf, wer kommt ins Einzelzimmer und wer kommt ins Doppelzimmer. Mama, das ist ja der Ernst. Du musst doch wenn ich jetzt überlege, jetzt heute hier, wo wir im Umzug sind, dass doch. Ich... Nein, du hättest es ja schon vor 3 Wochen machen können, aber du machst es nicht. Du bist so dickköpfig und so starr. Soraya, siehst du, dass ich nicht... Fuck! Oh mein Gott! Oh Robin! Die ist nicht ganz dicht. Sie war es. Oh, ich war es! Ich schwöre, dass sie es war. Ich?
Mama hat schon wieder einen Tasch. Ein total schön. Ich habe nicht richtig zuhört, weil ihr euch überhaupt hier nicht. Ich war das nicht. Sie war es, ich schwöre es dir. Sie war es. Also, ich denke, dass die Hochzeit die Frauen schon ganz schön unter Druck setzt. Ist halt auch so ein Druckpunkt, wo es auch mal zu Reibung innerhalb der Familie kommt. Bisher läuft die Organisation mit der Hochzeit ziemlich chaotisch. Wir haben doch viele Streitereien, weil mir fehlen noch so viele Antworten auf Fragen, die ich habe. Und da kriegen wir uns doch ziemlich oft in die Klamotten, weil Sarah einfach nicht drauf reagiert. Und die Zeit ist wirklich jetzt sehr knapp, was die Hochzeit angeht. Hallo. Guten Tag. Hi, Sie sind Herr Simmons? Simon. Herr Simon, ja. Sie sind Frau Terenzi. Ja, freut mich. Herr Simon ist ein waschechter Wünschelrutengänger, der im neuen Haus unter anderem für Tylers ruhigen Schlaf sorgen soll. Guten Tag, Sie sind Frau Terenzi. Mein Name ist Frau Terenzi, genau. Kurt Simon, dann haben wir zusammen gesprochen gehabt. Ja. Ja. Wir fangen im Kinderzimmer an. Sie suchen nach? Nach Erdstrahlen. Auch also nach bösen Geistern und so, ne? Nein, nach Erdstrahlen. Ach so. So, ich habe jetzt die Ufer einer Wasserader gefunden. Und dieses Ufer verläuft in die Richtung. Von hier nach da? Nein, von so. Da schon wieder eine? Ja, das ist das andere. Darf ich überhaupt unterbrechen? Ja, sicher. Ja? Das ist das andere Ufer der Wasserader. Was verursacht denn? Ich habe das nämlich empfohlen bekommen. Also ich habe sie jetzt nicht angerufen, weil ich mich da so gut mit auskenne, sondern ja. Das kann zu Symptomen führen wie Schlafstörungen, Rückenschmerzen, Migräne, Nachtschweiß, Albträumen. Also solche Dinge. Und zwar insbesondere dann, wenn die Belastung im Oberkörperbereich sehr stark ist. Und kann auch jede Art von Krankheit fördern oder auslösen. Okay. So, und da ist frei. Also okay. Da kann man das Bett hinstellen. Genau. Da. So, da würde es gut stehen. Das kann, wenn das Bett noch ein bisschen größer wird, dann kann das auch noch ein bisschen weiter rüber. Gut. Hoffen wir, dass er jetzt besser schläft. Wenn nicht, dann rufen wir sie dem nächsten Morgen um 6 an und sagen ihnen, sie lagen falsch. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, das ist von der Arbeit. Verzeihung. Da ist das auch ihrs? Nee. Dieser Wünschel, Mama? Ja? Ja, ich habe das vorhin alles weggemacht. Hast du es gesehen? Ich denke, was ist denn das im Wohnzimmer hier für Streifen? Und mach ihm seine ganzen Markierungen weg. Ja, vor allem mussten wir jetzt Tellers Zimmer irgendwie umstellen, weil der uns gesagt hat, da ist die falsche Ader oder sowas. Ich kann nicht schlafen. Und das hier geht auch so nicht. Ja, Papi. Komm mal her, Papi, doch. Gut. Ja. Passt das da nicht hin, das Bett? Das darf da nicht hin, weil da ist die Ader. Das ist ja bekloppt. Ihr seid auch alle ohne Adern groß geworden oder mit Adern.
Wildeshausen bei Delmenhorst. Ein 18.000 Seelenort. Hier gibt es ein Glockenspiel, ein Brennereimuseum und neuerdings zwei übernächtigte Popstars. Das Haus ist sehr comfortable, aber Tyler woke up um 4:30. Das war nicht viel Schlafen. Tyler hat sich ständig gewälzt und gewühlt und wir haben noch keine Gardinen im Schlafzimmer bei uns. Also er hat sehr schlecht geschlafen, ich habe dadurch auch sehr schlecht geschlafen. Hallo. Morgen. Morgen. Bitte schön, was kann ich für Sie tun? Vier der Butter Croissant. Mhm. Hier. Diese normal Croissant. Haben Sie Brötchen mit Käse? Ja, habe ich. Ja. Ich kenne mich hier noch überhaupt nicht aus. Ich habe das Haus noch gar nicht richtig verlassen. Und ich wüsste jetzt noch nicht mal, wo der Bäcker ist. Und fand ich es gerade jetzt auch ganz, ganz toll, dass Marc morgens losgefahren ist und mich überrascht hat und Brötchen geholt hat. Finde ich auch toll, dass er da so den Mut hatte, rauszugehen und zu sagen, ey, auch ohne Sarah fahre ich jetzt los und hol Brötchen und schaffe das schon irgendwie, mich da durchzukämpfen und mich zu verständigen. Schönen Tag. Danke schön. Heute ist schlechtes Wetter, ja? Ja, ich hoffe, dass es heute noch ein bisschen besser wird. Ja, yeah, hopefully. Alright, schönen Tag. Schönen Tag, tschüss. Tschüss. Und den Flo an den Kameras. Ich finde, alle Dinge, die wir machen können, die normal sind, die normale Familien auch machen würden, das genieße ich sehr. Ja, dadurch, dass wir so einen stressigen Alltag haben und viel unterwegs sind. Frühstück. Ich kaufe ein Brötchen. Oh, hast du? Echt schon? Ja. Du bist schon so früh wach? Ja. Du bist sonst nie so früh wach. Ami! Wie geht's dir? Hast du gut geschlafen? Schlechtes Wetter. Hast du gut geschlafen denn? Ja, du auch? Marc ist ein wundervoller Ehemann. Der Beste, den ich mir vorstellen kann. Er ist sehr aufmerksam, er ist liebevoll. Und natürlich ist er auch ein unglaublicher Vater für Tyler. Willst du Pancakes? Ja, Pancakes auch. Willst du die auch essen? Ja. Honey? Was? Sicher? Ja, look, guck. Ich weiß nicht, wie Waffeln macht. Honey, alles! Wie macht man denn Waffeln? Alles! Wie macht man denn Waffeln? Hm. You make this, honey? Like this? Oh, yeah, yeah, that's right. Waffeln. Put it in there. Yeah, okay. Okay, wie macht man das denn hier? Honey, halt den ein bisschen, ja? Mhm. Kalte Milch bis zur Markierung eingießen. Thank you. Perfect. Oh, shit. Okay. Honey! Müssen Sie 3 Minuten oder schütteln oder 5 Minuten? Ich hab's gewusst. Ich habe es gewusst, ja. Was? Ich hab's gewusst. Charlie, dancen. Honey, he doesn't want to dance right now. No, he doesn't. Guck mal, die no. Machen draußen den Zaun. Mit gleich. Guck mal. Oh. Er ist zu hoch. Er ist Was? Zu hoch. So viel Platz auf dem Boden. Was? Honey, der Teich ist zu hoch. Der Zaun ist zu hoch. Guck mal, was die machen. Honey, go ask him what's going on. Hold on. Sarah hat Sorge, dass Tyler unter den Zaun krabbeln und in den Gartenteich fallen könnte.
Diese Fenster ein bisschen hoch. Ja? So? Nee, das ist alles vage jetzt. Because das Tyler can, my son can craben under, unter. Das. Ja, da haben wir, was haben wir, wie viele Zentimeter haben wir? Hausherr Mark prallt mit seiner Beschwerde ab. 15 Zentimeter, da passt kein Kind durch, meint der freundliche Handwerker. Nein? Nein. Right. Of course. Haben wir recht. Natürlich. Ja. Das sehe ich doch, dass sie da unter durchgepasst. Can I make it? Die müssen das einfach ein bisschen tiefer reinhaben wahrscheinlich, ne? Ja. Yeah. Tiefer reinschlagen. Die haben extra, die haben da hinten Erde weggenommen. They want to keep the fence even. This is the problem. The ja, ich weiß, aber es geht so nicht, put, so they're gonna put stuff underneath. Why is it smoking like that? I don't know. Oh my. Oh, honey, it doesn't look right. Tali? Are you kidding me, honey? Honey, warum? Du hast gesagt, einfach aufmachen. What the fuck? What? Mach das selber, deine blöden, beschissenen honey. Waffeln. Ja, nee. Pancakes is good. Nee, ich mache jetzt nur Pancakes, da ist ein French Toast. French Toast is good. Alles. Können wir einfach nur Brötchen und Butter und Käse? Ja, wir Brötchen und Butter. Hast du einen trinken für mich? Was möchtest du denn trinken? Orangensaft. Orangensaft? Fresh gepresst Orangensaft. Oh. Wo haben wir den Orangensaft? Haben wir Orangensaft? Was? Ich glaube, wir haben gar keinen Orangensaft. Und ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keine Lust, nochmal welchen zu pressen. Do you have normal Orangensaft? Ich weiß nicht. Wo? Kannst du jetzt mal gucken einmal? Hast du normal? Kannst du jetzt mal eben gucken gehen, ob wir normalen haben? Warum? Warum? Warum nicht? Weil ich die ganze Zeit hin und her renne. Ich bin lesen. Ja, schön für dich, du möchtest lesen. Love you. Ich liebe dich. Und Bubu, soll man machen? Hast du A gemacht? Sag mal A-A. A-A. Genau. Bubu! Jetzt komm ich. Tyler will einfach überall alles entdecken und ist gerade in dieser Phase. Und es ist auch toll, es macht ganz viel Spaß. Aber es ist halt auch tierisch gefährlich und überall lauern Gefahren. Zwei Männer, eine Mission. Das Haus von Sarah und Mark muss kindersicher gemacht werden. Ja, sind schon mal Steckdosen. What, this? Nein, für Tyler. Ich suche mal einen Verkäufer für die Steckdosen, okay? Okay. Ich komme gleich wieder. Hallo. Juhu. Ich, I need, for the Kinder, for the Steckhosen, for the plug, like for this here, so that the Kinder can steck in the finger, in the hand. The socket, for the socket. Yeah, yeah. Kommst einmal mit? Sure. Einfach rein damit. Mhm. Dann haben Sie einen Schlüssel. Ja. Einfach umdrehen. Und ist dicht. Ah, das ist cool. Kommt keiner mehr ran. Ja, das ist cool. Geh. Yeah. Komm her. Mach jetzt mein Bubu sauber, ja? Ich möchte, dass Tyler Geschwister kriegt. Aber ich merke, dass er uns einfach, dass er komplett unsere Aufmerksamkeit braucht momentan. Und ich glaube, ich fühle mich selber noch nicht bereit, das teilen zu können. Sing mal. Es geht ein Biber-Butzemann unserem Haus herum, viele Bumm. Es geht ein Biber-Butzemann unserem Haus herum. I think that this is nice, eh? Shit.
Brauchst du noch irgendwas? These here. Wofür? This is perfect for the Devant. Ach, mit der Sarah's Awards. Ah, okay, mit den ganzen Awards und. Aber sie, cool. Sie wird das nicht mögen, ganz sicher. Cool. Ja? Nee. Warum? Ja, weil sie nicht so rumprollen will mit ihren Sachen. Sie mag das nicht. Aber we can put a curtain. Ein Vorhang. A Vorhang? Ja. Like electrisch? Zum electric? Ja, okay, zum like auf und zu machen vielleicht, ja. Close? But ja, she won't. Aber nee. It'll stay open. Es wird die ganze Zeit zu sein, glaub mir. Ist schwachsinnig. Nein. Lass uns wetten. Alright, fine. Die Wette gilt. Wird Sarah ihre Preise offen präsentieren wollen oder versteckt sie sie hinter einem Vorhang? Wo soll es hinspacken? Ab. Nein. Rechts. Nein, nein, so. Nein, nein, rechts. Ja. Ja, ein bisschen. Ja, okay. No, links, links. No, no, das ist richtig, links. No, seriously. Seriously, no, it's not, really. Okay. Was ist das? Ja, ganz toll. Das ist cool. Ja, sehr cool. Wir springen alle in die Luft vor Freude. You like this, huh? And wie sag ich das jetzt mal? People come. Leute kommen in zu Hause und they cook. Nee, oh, honey, aber das ist nicht. Ich finde, also, danke schön, dass du das gemacht hast. Das finde ich sehr süß, denn die Idee ist ganz lieb. Aber du weißt doch, ich finde es immer. Was? Es ist immer so right in your face, so boah! Es muss geschlossen werden. Okay, okay. Ist es nicht? Jetzt musst du deine Wette einlösen. Ich spreche mit dir. Was habt ihr, ihr habt gewettet? Was? Ja. Was habt ihr gewettet? Ja, dass. Ich hab ihn. Wir haben gewettet, dass, wenn du das hier magst. Dann, und das immer offen bleiben soll, dann muss ich einen Monat die Wäsche für euch waschen, oder für ihn, seine dreckigen Shorts und Socken. Und wenn... Weil er es sonst selber macht, oder wie? Ja, macht er nicht, weiß ich ja, allerdings nicht. Aber du auch nicht. Aber ganz sicher schon. Ey! Was meinst du, wer sonst wäscht? Das sind Lügen. Wie bitte? Was glaubst du, wer seine Socken wäscht? Wir haben einen kleinen Putzteufel unten im Keller, der da wohnt? Nee. Sie heißt der Putzteufel, heißt Putzfrau? Nee, das mache ich alles selber. Also fast alles. Ja, ich hab auf jeden Fall gesagt, wenn er verliert, ja, muss er mich Auto fahren lassen. Ich dachte, du magst das Ofen. Nein, du bist so süß. Ich liebe dich. Küss mich. Oh. Küss mich. Oh mein Gott. Ja, okay, genug geküsst. Honey. Okay. Robin, du kannst zugucken, was lernen. Robin, ja. Yeah. Yeah. Für Sarahs kleinen Bruder Robin springt bei der Wette eine Offroad-Tour im Jeep raus. Alte Schwede. Schlecht. This is good. Ja, yeah, danke. Das ist gut. Ah, das war ein guter Tag. Es ist besser than arguing with Sarah. Mist, huh? Es ist dreckig. Nein. Ja. Der Ausflug hat Folgen. Mark hinterlässt eine Sandspur auf dem weißen Teppich. Da platzt Sarah der Kragen. Auslöser für eine Grundsatzdiskussion zum Thema Aufgabenverteilung im Haushalt. Und wenn es so emotional wird bei Sarah und Mark, dann eben immer noch auf Englisch. Instead of you freaking out and telling me, like, take a minute, relax. Yeah. It'll get done. I see how it's getting done, Mark. It's something that's... I put the vacuum cleaner right there, you didn't even touch it. You just need to relax, sir. Yeah. A little bit. Exactly. Stop stressing out so much. Come up to me and say, hey, can you clean that up? And I'll say, sure. What? Didn't I fucking ask you that before? No, you yell at me. I yell at you? I said, would you please clean this up after you walk through it? Well, we need a bigger rug. This is your answer. We need a bigger rug. You didn't say, we don't have a bigger rug right now. That's not what you said. How about you just take your shoes off next time? That's fine for next time. I'm talking about this time.
Yeah, thanks for cleaning up the table. You get mad like right away. You don't need to get mad right away. Just relax for a second. Fuck you, okay? Why are you so upset about things today? I don't understand. It's not today. No, you it's like. It's in general. No, it's in general. You woke up on the wrong side of the bed. Yeah, right. Cause I'm like what? Whatever. Cause I'm like what? Whatever. I'm asking you to do things in the house and you're not doing anything. Tell me something else you asked me to do that I didn't do. I just asked you to clean the fucking table after we had breakfast because I put towel to sleep. I'm always. Did you do that? No, you did not do that. What are you talking about? I'm always. Dein Papa ist böse auf mich, Kali. Guck mal, Papa ist böse auf Mama. Das ist dann erstmal so, jeder lässt irgendwie Dampf ab und dann sprechen wir ein paar Minuten nicht, über eine halbe Stunde. Und dann ist Marc aber doch, glaube ich, eher derjenige, der dann einlenkt und sagt, hey, jetzt komm mal her. Auch diesmal ist es Marc, der das Schweigen bricht. Dringende Termine müssen koordiniert werden. Feel better now? Ready to talk about the schedule here or what? Sure. Ich fliege Montag nach München. Und dann, So it could be. Das ist so diese Einführung von dem Stadion. Ich muss auch diese Nationalhymne lernen. Soll ich dir mal zeigen? How do you not know this? Das singt man hier. Ich hab das noch nicht so oft gesungen in meinem Leben. Carlito. Shit, wo ist denn jetzt die CD? Du und CD is next a good combination. Hören die das mal an. Nächsten Dienstag singe ich in der Allianz Arena in München. Die wird eingeweiht, eröffnet. Das ist ein ganz besonderer Moment. Ich bin sehr stolz, dass ich das machen darf. Und eben jetzt auch langsam sehr nervös. Okay. Aber ja, muss ich das noch üben. Freiheit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach hast du alles streben. Brüderlich, genau. So was, ja. Mit Herz und Hand, Einigkeit und Recht. Es ist halt auch eine ganz andere Art von Musik, aber ich werde es halt auf eine Art und Weise interpretieren, dass ich beides zusammenbringen kann. Ja, meinen eigenen Stil und der Sinn, der hinter der Hymne steckt. Blüh im Glanze dieses Glückes, blühe deutsches Vaterland. Hallo! Wie geht's dir? Hallo. Ja, geht so. Ja. Und euch? Sehr gut. How are you doing? Good. Nice hat. Ja. Kannst du mir ein bisschen helfen, auspacken? Oh ja. Sehr viel Stress. Ja, ein bisschen auspacken? Ja. Zwei Tage nach dem Einzug hat sich Sarahs XXL-Familie für ein Einstandsessen angesagt. Ist da, wo meine Familie ist. Egal, wo das ist. Ob das in Orlando ist oder in Timbuktu oder in Delmenhorst, ist es völlig egal. Weil so ganz ohne könnte ich nicht. Also ich muss einfach immer meinen Hafen, mein Nest um mich rum haben. Was ist das? Fackeln. Sir, these are Fackeln. Er kennt Fackeln nicht oder das Wort Fackeln. Es hört sich für dich komisch an, aber in Deutsch, auf Deutsch ist das normal. Fackeln. Wie klingt das denn auf Englisch? Fucking? Ja. Nicht fucking. Okay. hat jemand den Gateöffner? Michael kommt. Hey. Hallo. Na. Gut geht's.
Der Chef des Clans, Vater Michael, lebt seit ein paar Jahren getrennt von der Familie. Mein Papa, der ist ein Mensch, der sehr viel Wert auf Tradition legt, auf Bildung, Familienwerte. Offiziell geschieden sind jetzt, glaube ich, seit 2 Jahren oder so. Aber ich weiß nur für mich, dass ich als Kind halt oft gedacht habe, ich glaube, es wäre wirklich besser, wenn sie sich irgendwann trennen, weil sie halt auf Distanz, wenn sie auf Distanz sind, einfach besser miteinander zurechtkommen und diese Distanz halt zueinander haben. Wie meinst du? Zu deiner Tante. Warte, ich hab ihn. Immer reinlaufen. Oh. Noch, die finden. Du hilfst mir jetzt mal die Teller rein. Doch, es helfen alle mit. Du. Ich habe das Gefühl, er kommt mir mit großem Respekt entgegen und ich ihm auch. Und das ist nicht nur, weil Sarah eine durchaus präsente Persönlichkeit ist und nicht hinterm Berg hält mit ihrer Meinung. Sondern das ist, weil ich ihn schätze. Was ist das denn? Das sind ganz viele Robin, hast du schon unseren Teich gesehen? Auf jeden Fall nicht. Ein moderiger Gartenteich. Genau das richtige Taufbecken, um Schwester Marisas Abitur zu feiern. Happy graduation! Schön, alles ja. Wir können uns alle sehr lange gut benehmen und irgendwann kommt so ein Punkt, da kippt das Ganze um und wir machen Dinge, die vielleicht nicht unbedingt normal sind. Anna-Maria, kannst du mal bitte vorsichtig die Bohnen immer umdrehen? Anna-Maria und ich sind beide so die Hausfrauen und Ehefrauen, die versuchen, alles zu sein. Aber in der Küche, glaube ich, tun wir uns beide noch ein bisschen schwer. Das macht man so. Ein bisschen so halten und eigentlich mit dem Handtuch, damit du dich jetzt nicht verbrennst. Abgießen, dann wieder draufstellen, dann die Butter weg. Das geht nicht weg. Das ist schon möglich. Bisschen so. Ich habe noch nie in meinem Leben Bohnen abgegossen, weil Bohnen ist nicht gerade. Sie machen bei 70% aller deutschen Hausfrauen. Ja, weiter. Sehr gut. Essen! Valentina, was machst du denn in dem Zaun? Ja. Valentina, das ist nicht richtig, dass du in den Zaun gehst. Und dafür ist der Zaun ja da. Ich hab's dir gesagt. Und er soll das auch nicht so sehen. Ja, ich komm ja wieder raus. Ja, komm durch die Pforte da hinten wieder raus und noch gar nicht rüberklettern. Er soll das gar nicht sehen. So, Tyler, komm essen. Tyler! Wir sind nun mal viele Leute und dann dauert es ein bisschen, bis alle an den Tisch kommen. Es dauert ein bisschen, bis dann alle endlich essen. Dann steht der eine schon wieder auf und der nächste auch schon wieder. Es ist ziemlich schwierig, alle so mal an einen Tisch zu kriegen und ruhig zu sitzen und wirklich mal über ein Thema zu diskutieren, weil hier hinten wird was ganz anderes besprochen als vorne. Hey, auf Habe, ein Toast. To the Grosser family, good health, and let's hope we make it to the wedding. Ja, hoffentlich machen wir es bis zur Hochzeit. Davon. Cheers. 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 Hot Pop, Grinding Cup. Nein? Also ich fand die letzten beiden Tage sehr, sehr schön, sehr, sehr, sehr anstrengend. Schön, weil ich jetzt weiß, wir sind jetzt in unserem Haus und wir sind eingezogen. Und alles ist da, alles steht, es sind noch ein paar Kleinigkeiten. Aber ich bin dankbar, dass ich meine große Familie um mich herum hatte, die uns geholfen hat. Marc hat das toll gemacht. Das ist nur der Anfang. Ja, das ist nur der Anfang von der ganzen Hochzeitsvorbereitung und allem, was noch kommt. Oh Gott, wir haben noch so viel vor, so viel zu tun. Erleben Sie nächste Woche hautnah die ganze Geschichte rund um Sarahs Auftritt in der Allianz Arena. Ja, I'm nervous. Hochzeitsorganisation. Ohne Weddingplaner Frank geht nichts mehr. Was ich schon immer mal machen wollte, eine Bühne auf dem Wasser. Und ein Mutter-Tochter-Gespräch mit einer überraschenden Wendung. Mach doch einfach mal einen Test. Was meinst du für einen Test? Einen kleinen Schwangerschaftstest.